50 Squash-Spielerinnen und Spieler aus ganz Österreich traten am vergangenen Wochenende in der Sporthalle Wiener Neudorf gegeneinander an, um den Einzeltitel eines österreichischen Staatsmeisters 2012 zu erringen. Wir haben den Ehrenpräsidenten des veranstaltenden Vereins der Squash-Union Wiener Neudorf-Mödling, Herrn Michael Gnauer, vor die Kamera gebeten, um unseren Zuseherinnen und Zusehern einige Informationen über diese Veranstaltung zu geben. Vielen Dank an Wiener Neudorf TV, dass es ein Interesse gibt, über den Squash-Sport zu berichten. Das ist nicht eine Selbstverständlichkeit in Österreich. Wir sind ein sehr traditioneller Verein. Es gibt uns bereits seit 23 Jahren. Und wenn man uns auch am Anfang belächelt hat, dass wir in einer Gemeindeanlage zu Hause sind, während unsere anderen Konkurrenten in Privatanlagen zu Hause waren, so hat sich in der Zwischenzeit das Blatt gewendet und wir haben einen enormen Vorteil. Und hier darf ich mich auch bei der Gemeinde Wiener Neudorf bedanken, mit der wir eine jahrelange sehr gute Kooperation führen. Wir haben es in der Zwischenzeit zum 10-fachen österreichischen Rekordmeister gebracht. Das heißt, seit dem Jahr 2007 sind wir in ununterbrochener Reihenfolge immer wieder österreichischer Bundesligameister geworden. Wir betreiben auch eine enge Kooperation mit vielen Schulen des Bezirks Mödling. Das spiegelt sich auch bei den Ergebnissen unserer Jugendlichen und Junioren wider. So konnten wir im vergangenen Jahr, im Jahr 2011, 4 Staatsmeistertitel in den unterschiedlichen Altersklassen erringen. Und dieses Wochenende ist eine besondere Auszeichnung für uns, denn der österreichische Verband hat uns gebeten, dass wir die 35. Einzelstaatsmeisterschaften ausrichten. Wie schätzen Sie die Chancen der heimischen Spielerinnen und Spieler bei diesen Staatsmeisterschaften ein? Naja, ich bin zwar ein fanatischer Union Wiener Neudorf-Mödling-Fan und als Ehrenpräsident muss ich unsere Spieler favorisieren. Das ist aber nicht so. Es wäre also eine sehr große Überraschung, wenn nicht der regierende Staatsmeister, der Akil Rehmann, der immerhin der einzige Vollprofi in Österreich ist, der von diesem Sport lebt und der auch in der Weltrangliste bereits an der 100er-Grenze kratzt. Seit voriger Woche ist er die aktuelle Nummer 107. Wenn der nicht ins Finale kommt und nicht gewinnen würde, das wäre eine große Überraschung. Wir selbst haben das Problem, dass wir eigentlich nur einen Herausforderer im Moment, einen richtigen, aufbieten können. Das ist der 4-fache Staatsmeister, der Boldi Czaska. Unsere nächsten Spieler, der Andreas Freudensprung, mein Nachfolger als Präsident, ist leider verletzt. Und auch mein Sohn, der unter den ersten 8 wohl mitspielen hätte können, ist auch leider krankheitsbedingt verhindert. Und somit können wir dann im Nachfeld nur noch mit unserem Racketlon-Weltmeister U21, dem Joey Schubert, aufwarten und mit unserer Nachwuchshoffnung aus Biedermannsdorf, dem Erich Streit. Wir haben auch den regierenden Staatsmeister Akel Rehmann aus Salzburg gefragt, welche Chancen er sich ausrechnet, seinen Titel hier in Wiener Neudorf erfolgreich verteidigen zu können. Ja, also ich habe bereits 5 Staatsmeistertitel errungen. Heuer versuche ich meinen 6. Titel zu verteidigen. Es wird natürlich kein Spaziergang, aber ich freue mich immer in Österreich zum Spielen gegen heimische Konkurrenz. Und ich bin eigentlich sehr positiv, bin gut vorbereitet und freue mich schon aufs Turnier. Rechnen Sie im Falle eines Erfolges auch mit einer Verbesserung in der Weltrangliste? Im März habe ich meine beste Weltranglistenposition von 107 egalisiert. Und ich peile jetzt einmal die ersten 100 an in den nächsten Monaten, Wochen. Erste Eindrücke von den 35. Staatsmeisterschaften. Einer von den einzigen eigenen. Das ist die Kopfdichtung, da bin ich mal als letzte Hirn zusammen. Eins, zwei.
Jetzt ist alles, alles da los. Passt alles. Super. Jawohl, als vierfacher Staatsmeister heuer die Staatsmeisterschaft in der eigenen Anlage. Das war auch der Club, wo du das erste Mal Staatsmeister geworden bist. Wie sind da die Gefühle für dich? Ja, es sind natürlich tolle Erinnerungen, die da aufkommen, wenn man jetzt nach all den Jahren wieder mal in der Anlage steht, wo man das erste Mal Staatsmeister geworden ist. Was sich ein bisschen verändert hat, ist meine Form in allen Belangen. Ich bin ein bisschen schwammiger und dicker geworden. Ja, aber es ist ein tolles Gefühl und vor allem zu Hause vielleicht noch einmal die Situation zu schaffen, ist sicherlich ganz toll. Ja, das wäre sicherlich was Tolles. Schwammiger und dicker, ich meine, von 50 auf 55 Kilo. Nein, Spaß. Aber meistens ist man da viel gefährlicher, oder? Wenn man nicht so viel Zeit hat für die Vorbereitung, man denkt ein bisschen mehr nach vielleicht oder man hat ein bisschen mehr Spaß beim Spielen, da könnte doch was passieren dieses Wochenende, oder? Ja, ich glaube weniger, dass das das Gewicht ist. Ich glaube eher, das ist die Erfahrung, die sich nach all den Jahren auch mir vermittelt hat. Also ich glaube schon, dass man das, was man körperlich abgebaut hat, einfach im Kopf ein bisschen stärker ist und deswegen hoffe ich, dass ich das zu meinen Gunsten ausnutzen kann. Na super. Dann wünsche ich dir viel Glück für das Wochenende, viel Dankeschön. Spaß beim Spielen und ich hoffe, wir sehen uns am Sonntag wieder bei der Siegerehrung. Danke. Andreas Fuchs bei den heutigen 35. Staatsmeisterschaften. Grüß Gott. Grüß Gott. Was erwartest du dir da? Gute Spiele, Spannung, vielleicht ein nettes Buffet und ja, sportlich, was halt drin ist. Wie war die Vorbereitung für dich? Wir haben ja vernommen, glücklicherweise dürfen wir das hoffentlich sagen, in deinem Privatleben hat sich etwas ereignet. Du wirst bald Papa. Ja, im September. Welchen Einfluss hat das auf deine Squash-Karriere? Das kann doch nur einen positiven haben, oder? Sehr positiv. Mein ganzes Leben hat sich so gesehen positiv verändert. Squash noch kein negativer Einfluss. Ja, die Vorbereitung war aufgrund beruflicher und privater Gründe nicht optimal. Aber ich habe Spaß am Spiel. Aber meistens ist es dann so, wenn man Spaß am Spielen hat, ja auch der Erfolg sich einstellen könnte. Ja, da bin ich am gefährlichsten. Danke für das Interview und viel Glück für die Meisterschaft. Herzlichen Dank. Das Damenfeld wurde von Österreichs absoluter Nummer 1 Birgit Kofall aus Wien dominiert, welche im Verlauf des Turniers keinen einzigen Satz abgab. Im Finale besiegte sie die aus Tirol stammende Jacqueline Becher mit 3:0. Dritte wurde die junge Anja Kaserer, ebenfalls aus Tirol. Die Schlacht ist fast geschlagen. Es fehlt jetzt nur noch das große Herrenfinale. Und deshalb fragen wir den Ehrenobmann abschließend, wie ist's aus der Sicht des Veranstalters gelaufen? Ja, danke. Es ist uns gut gegangen.
Es waren drei arbeitsreiche Tage, es waren anstrengende Tage, aber es war auch die Vorbereitung schon ein wenig aufwendig, so dass wir jetzt die drei Tage trotz des schönen Wetters bei uns in der Halle ja fast genießen konnten, weil man ist eigentlich froh, wenn man vorher schon wochenlang etwas ausprobiert und ausmacht, dass es dann wirklich funktioniert. Zum Zweiten können wir stolz sein, dass es bis auf ein kleines Cut ein verletzungsfreies Turnier war. Es hat sich kein Spieler, keine Spielerin verletzt. Und zum Dritten dürfen wir sagen, dass wir durchwegs ein positives Echo bekommen haben. Das heißt, wir haben von den einzelnen Spielern, von den Landesverbänden, sogar vom Präsidenten des österreichischen Verbandes durchaus positive Rückmeldungen bekommen. Und das macht einem dann nachher schon stolz. Und somit bleibt mir nichts anderes übrig, als dass ich mich bei dem Organisationskomitee, das das auf die Beine gestellt hat, von unserem Verein bedanke. Und natürlich auch bei den Sponsoren bedanke, die uns es ermöglicht haben, dass wir diese Rahmenbedingungen vom Obstkorb über die Freigetränke bis zum Buffet alles für unsere Spieler und Spielerinnen zur Verfügung stellen konnten. Und wie schaut es dabei mit dem Turnierverlauf aus? Naja, wir haben das Beste gegeben. Wenn ich wir sage, dann sind wir jetzt sehr patriotisch. Es war eigentlich unser Poldi Czaska, der den Einzug ins Finale geschafft hat. Und das war gestern am Abend ein ganz ein dramatisches Spiel gegen den Jakob Dirnberger. Das ist natürlich doppelt schwierig für uns, weil der Jakob Dirnberger arbeitet bei uns als Jugendtrainer und der Poldi Czaska spielt seit Jahren für unseren Verein, für die Bundesliga. Und es war ein ganz enges Match im fünften Satz, das dann der Poldi für sich entscheiden konnte. Und ich hoffe, dass ihm das Publikum unterstützen wird. Obwohl ich ganz ehrlich zugeben muss, dass er der Außenseiter ist, weil er halt gegen einen Profi antritt. Und es muss wohl einen Unterschied machen, ob ich täglich Squash spiele und das mein Beruf ist oder ob ich einen Beruf nachgehe und freizeitmäßig Squash spiele. Aber das Publikum hat er sicher in Wiener Neudorf auf seiner Seite. Finale 2012. Akel Riemann aus Salzburg serviert, Poldi Czaska von Mödling retourniert. Best of 5. 0-0. Höhepunkt des medialen Interesses war naturgemäß das Herrenfinale. Lokalmatador Leopold Czaska zeigte gegen Österreichs einzigen Squash-Profi Akel Riemann, was in ihm steckt. Nach einer 2-1 Satzführung von Czaska sah es schon fast nach einer Sensation aus. Doch Riemann vermochte, das Tempo zu erhöhen und gewann letztendlich mit 3-2 Sätzen zum sechsten Mal den österreichischen Staatsmeistertitel. Ball an, 1-0. Bulli. Come on, come on, come on.